Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimlo und heute stelle ich euch meine drei Taschenlampen vor. Und das ist richtig cool, vor allem, weil diese hier von der Firma Olight, ist die Warrior X Pro. Die kommt jetzt ganz neu auf den Markt. Das ist die Weiterentwicklung von der Warrior X, der beliebtesten von der. Ich nenne das Ding El Monstro, weil das Teil strahlt 600 Meter weit. Das ist so richtig knackig. Und was das Coole an der ist, nur am 31.01. Nur am 31.01. gibt es darauf 40% Rabatt. Und für 2 Euro mehr gibt es dazu noch diese kleine Taschenlampe für den Schlüsselanhänger. Das finde ich also richtig cool, kann ich also auch nur empfehlen. Was noch cool dazu ist, durch das, dass der Zoll so lange gebraucht hat, kommt jetzt eine zweite Taschenlampe zu mir. Das bedeutet, ich verlose eine. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die gewinnt, bleibt dran. Und bei der Gelegenheit stelle ich euch natürlich auch noch meine anderen zwei Taschenlampen vor, die M2R Warrior. Das ist meine fürs Bushcraften draußen und Tactical ist die super. Warum, erkläre ich dann. Und dann stelle ich euch noch vor die Baton Pro. Die ist nicht umsonst in der Farbe blau, sondern das ist die, wo ich im Einsatz beim THW mitnehme. Und was die für Vorteile haben? Und warum ihr die Dinger cool findet und wie ihr die 40% kriegt und vielleicht eine gewinnen könnt. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Warum gerade Lampen von Olight? Sehr einfach und zwar. Also ihr seht, ich fange gerade richtig zum Schneiden. Beste Voraussetzung für ein Video. Aber Olight hat halt folgendes, das sind einfach Profilampen. Das heißt, die haben eigentlich konstruiert für Militär, für Polizei und für BOS-Kräfte. Warum, was ist da so speziell dran? Ganz einfach, wir brauchen eine, die wo richtig was aushalten, die man mal runterschmeißen kann, ohne dass was passiert, die eben wasserdicht haben. Alle Lampen, von denen ich euch vorstelle, haben IPX8, das heißt bis zu 2 Meter unter Wasser ohne Probleme. Ganz wichtiger Punkt, die haben verschiedene Stärken zum Einstellen, das ist super. Wie gesagt, sehr robust, die liegen auch super in der Hand. Haben hinten einen Magneten dort. Gerade bei der kleinen funktioniert das super, wenn du die irgendwo an einer Maschine hinhängst, dann hängt die. Und was auch cool ist, die haben einen USB-Lader dabei, den zeige ich euch später da noch. Und das ist einfach super, weil ich sage, es sind zwar Profilampen, aber was für einen Profi gut ist, das kann im Krisenfall uns nur recht sein, weil diese Dinge haben Krisen erprobt und die funktionieren halt dann auch. Eine kleine Baumarktlampe für 6 Euro, wissen wir nicht, ob die da noch funktioniert oder nicht. So, ich beginne mit der, die ich am meisten im Einsatz habe, das ist die M2R Warrior. Ich hoffe, man kann es lesen, so ein bisschen blöd mit dem Licht. Aber wo testet man Taschenlampen am besten? Genau draußen, wenn es finster ist. Gut, dass es noch schneit, damit habe ich nicht gerechnet. Die M2R Warrior ist ein super cooles Teil, und zwar für den Outdoor- und für den Tactical-Bereich super. Für den Outdoor-Bereich einfach gut, weil es verschiedene Leuchtstärken hat, weil es wasserdicht ist, weil es sehr gut in der Hand liegt, auch wenn es jetzt, so wie jetzt, feucht ist. Liegt es super in der Hand, weil es mit USB aufladen kann. Das zeige ich euch dann später, das ist richtig cool. Das heißt, die konnte ich mir an meiner Solar-Powerbank aufladen. Und wie gesagt, die hat in verschiedenste Leuchtstufen. Das, was mir am besten gefällt, ist die, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht, ist die Moonlight. Ein Lumen, die hat nur einen Lumen. Und das reicht gerade so aus, wenn ich die so vor mir am Boden habe, halt, dass ich unten den Boden sehe, dass ich damit gehen kann. Also ich halte die dann quasi so. Und was das coole ist, wenn ich hier jetzt noch zwei Finger davor tue, dann sieht mich keine Sau mehr. So Leute, das ist jetzt der Test mit der Ein-Lumen-Taschenlampe. Ich gehe jetzt mal davor und dann schauen wir mal, ob man mich sieht oder nicht. So, ich bin jetzt mal 5 Meter weg. Und hier würde ich gehen. Das reicht gerade so, dass ich quasi. Also, das ist, wenn ich die Finger dort habe, das ist, wenn ich die Finger weg da. Ihr merkt es, super, sieht man eigentlich fast nichts. Und ich stehe jetzt gerade mal einen Meter vor euch. Also, richtig coole Sache, muss ich sagen. Tarneffekt ist definitiv da. Das ist besser als eine Rotlichtlampe, weil damit bin ich nahezu unsichtbar. Das ist echt cool. Also das ist jetzt die Stufe 2. Sieht man hier schön am Baum. Stufe 3. Stufe 4. Hier wird es natürlich schon heller werden. Auf der Kamera nicht ganz so gut erkennen. Bei mir ist es jetzt eigentlich schon taghell. Muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich natürlich die höchste Stufe mache, dann seht ihr, wie die strahlt.
Und jetzt geht die allerhöchste Stufe, die Turbostufe, noch dazu. Also dann diese hier. Und hier sieht man, es ist wirklich eigentlich taghell da hierin. Und das ist schon eine ganze Menge. Damit komme ich bis zu 200 Meter weit. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, muss man sagen. Also gerade wenn man in der Nacht ist. Und was auch noch cool ist, die hat also hier einen zweiten Schalter. Übrigens, auch für die Berufswaffenträger unter euch, für die Ole gibt es natürlich auch Fernbedienungen. Also die, wo ich dann ranheim durch Sportschützen, denkt sich nochmal dran. Und den hinteren Knopf kann ich programmieren, entweder auf das, was ich jetzt gesagt habe, oder was die noch für eine Funktion hat, ist die Strobo-Funktion. Hier klicke ich entweder dreimal drauf. Und wenn ich damit jemanden blende, dann ist er für ein paar Sekunden schlichtweg blind. Und das ist natürlich eine super Geschichte, auch für draußen. Ich weiß es nicht, wenn man mal ein Wildschwein wirklich mich angreifen würde, was ich nie glaube, dann kann ich mit dem Ding das auf alle Fälle mal blenden, dann ist das mal für einige Zeit blind, definitiv. Und den kann ich in den Schalter hinten programmieren. Also entweder ich habe mir jetzt auf Vollpower programmiert, auf 1500 Lumen, aber man könnte den auch auf Strobo, je nachdem, was man halt gerade vorhat, was man braucht. Der Einsatzkraft wird den vielleicht auf Strobo programmieren und kann dann hier per leichten Knopfdruck dementsprechend den Angreifer dann einmal blenden. IPX8 ist sowieso klar, habe ich schon gesagt. Die anderen Sachen blende ich noch ein. Ich finde das Ding gerade für draußen super, weil fürs Lager reicht mir oft mal die 1 Lumen oder ich nehme sonst die 15 Lumen her. Häng die irgendwo hier, da ist überall ein Lanyard dabei. Was bei dir auch noch dabei ist, ich hoffe, man kann es erkennen, ist hier ein Holster. Das Schirmgürtel drin ist. Das Holster hat sogar zwei Vorteile. Das ist einmal per Knopfdruck, wenn ich es also öfters rauf und runter machen muss. Oder ein zweiter Gürtel ist da nur mit dabei. Und von dem her ist das echt ein cooles Teilchen. Also, die kann ich definitiv sagen. Der wird seit 1 oder 1,5 Monaten dabei, muss ich echt sagen. Ich finde das Ding richtig geil. Also, für draußen optimal. Und gerade mit dem Tarnmodus für mich perfekt. Oder wenn auch mal ein Breakout oder sowas ist, perfekte Lampe dafür. So, gehen wir nun zur zweiten Taschenlampe, die Patron Pro, Olight Patron Pro. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und die finde ich richtig cool. Die habe ich nicht nur umsonst in Blau gewählt. Die gibt es auch noch in andere Farben, blende ich euch nur ein. Sondern das ist die, wo ich beim THW für den Einsatz her mitnehme. Warum? Die ist ziemlich klein. Ihr seht, sie passt genau in die Hand. Die rutscht dann nicht aus der Hand. Also, die ist wirklich fest. Die hat eben hier diese Clips, das haben eigentlich alle, die haben hier einen Clip von einer und von der anderen Seite und ich kann den Clip sogar hier noch anstecken. Was auch richtig cool ist, ist die Magnetfunktion, gerade für wenn man irgendwo ist und man muss Maschine bedienen, zack, dann haue ich die mit Magneten an die Maschine, bei uns ist ja fast alles aus Eisen, von dem her eine super Geschichte. Und auch die hat natürlich wieder die Features wie die anderen auch, ist wasserdicht, ist stoßfest bis 1,5 Meter. Abschmeißen, kein Problem. Im Übrigen, Olight testet diese Lampen, da werden dann 200 Lampen hergenommen und werden dann 1200 mal runtergeschmissen. Und dann dürfen die nicht mehr haben, also ein paar Kratzer, sie müssen aber noch funktionieren. Und dann ist die Serie, wird erst freigegeben. Das ist also ganz interessant. So, jetzt haben wir quasi Folgendes. Ich habe auch hier eine Moonlight-Funktion. So, jetzt testen wir das gleiche mit der Patron Pro. Das sind jetzt 5 Lumen aktuell, die man hat. Das sieht man natürlich noch vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, ihr werdet es wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen. Ich sehe jetzt ungefähr so 2-3 Meter weit. Nächste Stufe. Sieht das Ganze schon anders aus. Nächste Stufe. Sieht man natürlich schon viel mehr. Das ist natürlich schon eine sehr hohe Stufe. Man sieht also hier. Ist schon taghell und wenn ich jetzt zweimal draufklicke und volle Power mache, dann ist es hier im Wald wirklich taghell. Also ich sehe jetzt hier wirklich weit und vor allem schön breit. Also die hat einen sehr breiten Kegel und das ist eigentlich das, was mir an der gut gefällt. Deswegen ist die für mich für einen Einsatz optimal, schön klein, leicht und hat einen sehr breiten Kegel. Also cooles Teil. Und wie gesagt, die andere Version, ja, halt, wenn ich nochmal drauf drücke, natürlich 13 Mal in der Sekunde Strobo. Das ist der Pack. Ist übrigens super, die 5 Lumen ist top zum Lesen, wer die also zum Lesen hernehmen möchte. Übrigens eine coole Funktion, was ich auch noch zeigen möchte. Man kann die auch unter das Kappe hängen zum Beispiel oder eigentlich normal über das Kappe. Dann geht es einem nicht zum Gesicht um. Also von dem her echt cool. Wie gesagt, mit den Clips super, stoßfest, wasserdicht. Also für mich eine tolle Einsatzlampe, gibt es übrigens auch nicht nur in Blau, gibt es auch noch in Schwarz und in andere Farben, wer jetzt nicht beim THW ist.
Aber cooles Ding, weil es halt auch so klar ist und das gefällt mir an der ganz gut. So Leute, und jetzt komme ich zu dem brandneuen Gerät, zum El Monstro, wie ich das Ding nenne, zur Warrior X Pro. Die Warrior X Pro ist also wirklich ein Strahler. Das ist keine Taschenlampe mehr, das ist ein Strahler. Das Ding hat nämlich 2250 Lumen, hat eine Reichweite von 600 Meter und dabei hat es 90.000 Candela. 90.000. Und das hat auch nur zwei Funktionen im Gegensatz zu den anderen. Das eine ist 300 Lumen, da hält die 8 Stunden und die 2250 Lumen, die kann die halt, jetzt mal selber kurz gucken, 2 Minuten halten, dann geht es auf 1000 Lumen runter für 100 Minuten und dann nochmal 23 Minuten auf 300 Lumen. Also die ist natürlich, wenn ich Suchsachen habe, wenn ich Jäger bin und ich möchte zur Nachsuche gehen, wenn ich im Security-Unternehmen bin oder zur Haus- und Hofverteidigung, zur Home Defense, ist die natürlich gigantisch, weil wenn ich damit jemand anleucht, aber dann hallo. Schalter ist hinten, dieser Schalter ist jetzt neu gegenüber der Warrior. Die haben jetzt hier so kleine Dinge noch drin, das heißt, ich kann da besser hingehen, habe also hier ein besseres Feeling bei dem Ganzen. Ist ebenso natürlich wasserdicht, logischerweise IPX8, kann man aus 3 Meter runterwerfen und es passiert nichts. Also von dem her wirklich ein Strahler. Und wenn ich es jetzt einfach mal kurz probiere. So, jetzt probieren wir das gleiche mit der Warrior, also mit dem Monster. Zuerst mal 300 und ihr seht, wie dieser Kegel, ja, man sieht da hinten den Baum, auch den sieht man sehr gut, also wesentlich besser als bei der anderen. Und jetzt gehen wir mal volle Kanne. Ja. Also ihr seht, wie gesagt, das sind jetzt diese 100 Meter ungefähr und da kann ich also die Leucht ganz locker aus. Also ich sehe davon alles, wenn da jemand wäre. Und man sieht, es ist um den engen Kegel, ich hoffe, man kann es auf der Kamera auch erkennen. Ups, nicht umfallen, Kamera. Ist halt nur ein weiter Kegel, das heißt, ich habe auch nur einen guten Rundumblick, obwohl der brutal strahlt. Also das ist natürlich schon richtig cool, muss ich sagen. So, jetzt mal schauen, was habe ich noch. Die hat eine Länge von 14,9 cm und wiegt natürlich 239. Die hat übrigens nur eine dritte Lichtstärke. Und diese dritte Lichtstärke funktioniert ganz verrückt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist ja ein Holz damit dabei, ein richtig massives, mit echt einem massiven, vielleicht hört man es, richtig massiven Magneten drin. Und jetzt gebe ich die da rein. Und jetzt habe ich mir gedacht, für was ist da oben ein Loch und für was ist da unten ein Loch. Und da muss man zuerst mal drauf kommen. Wenn ich nämlich jetzt hier drauf klicke, ja, sieht man vielleicht, dann habe ich Tarnlicht mehr oder weniger. Also ich könnte jetzt hier nochmal volle Power machen. Dann habe ich einen ganz, ganz engen Lichtkegel. Auch hier wieder ganz massiv. Einmal habe ich hier den Knopf zum Öffnen und ich habe hier drinnen nochmal, wo ich es durchstecken kann. Hoffentlich man sieht das. Und hier, wie gesagt, den Knopf und habe zusätzlich hier oben noch einen D-Ring. Und genau. Also, und wie gesagt, und da haben wir jetzt folgende Aktion. Nur am 31.01. Nur am 31.01. gibt es dafür 40% Rabatt. Der Link ist unten. Und damit ist das natürlich super. Und wenn ihr dann nur 2 Euro drauflegt mit die 40 Euro Rabatt, dann kriegt ihr auch noch die kleine Taschenlampe mit. Und diese kleine Taschenlampe ist für den Schlüsselanhänger und hat bis zu 300 Lumen. Richtig cooles Teil, gibt es für 2 Euro mehr dazu, dann haben wir irgendwie, glaube ich, bei 108-109 Euro. Und dann habt ihr eine geile Strahler-Taschenlampe, kann ich das gar nicht mehr nennen. Und ihr habt zusätzlich eben noch eine kleine Taschenlampe dazu. Und das finde ich cool. Aber wie gesagt, Aktion ist ausschließlich, weil es jetzt ganz neu auf dem Markt kommt, die gibt es noch gar nicht. Am 31.01. kann ich die mit 40% Rabatt bestellen. So, ich habe euch ja versprochen, ich verlose die, sobald die vom Zoll da ist. DHL hat mir schon seit der Woche versprochen, sie kommt bald. Nein, wir werden schauen. Also, wie gesagt, ich verlose die Olight Warrior X Pro ganz nagelneu. Und gibt es übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, in der Sonderedition momentan in Oliv und in Braun. Also in Erdfarben, richtig, also in Desert Tan, wenn man so schön sagt, richtig cool. Aber die sind begrenzt, glaube ich, auf 200 und 250 Stück. Also da müsst ihr schnell sein, wenn ihr das wollt. Passt natürlich zur 40% Aktion. So, und jetzt, wie könnt ihr das Ding gewinnen? Erstens, ihr müsst natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, logisch, weil die Auswertung wird in einem der nächsten Videos passieren, sonst kriegt ihr das ja gar nicht mit. Das zweite ist, ich würde auch die Glocke drücken, weil sonst sagt euch der oft gar nicht, ob in ein neues Video von mir kommt. Und das dritte,
Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst in die Kommentare Hashtag OLED einschreiben. Schreibt sich so. Dafür ist, wer noch nicht gesehen hat. Und eine kurze Begründung, warum ihr die gern hättet. Und dann nehmt ihr schon bei der Auslösung teil. So, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Gern Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Kimga. Servus.